mein Name ist Michael Busch. Ich möchte euch gerne heute die iMIT Workflow Engine vorstellen. Mit unserer Dawn Workflow Engine oder kurz unserem Workflow erweitern wir bei speziellen Anforderungen einzelner Kunden sowohl unsere eigenen Standardlösungen als auch die anderer. Dank Schnittstellen, mit denen nahezu alle Geräte und Drittsoftware angebunden werden können. Übersichtliche Teilprozesse wie die Online-Analyse oder die Stammbaumanalyse lassen sich damit genauso abbilden wie ganze Institute wie Gerichtsmedizin oder die Sportmedizin mit Patientenmanagement, Asservatenverwaltung und was alles dazugehört. Dank ihrer komponentenbasierten Architektur, die mittlerweile weit über 500 Module umfasst, ist auch mittlerweile vergleichsweise ziemlich schnell, wie das Beispiel der in nur 7 Tagen entwickelten Civil Protection App zeigt. Und eigentlich ist sie keine Lösung, die wir explizit anbieten, sondern vielmehr der Werkzeugkasten, mit dem wir Lösungen erstellen und den wir dann mit der damit erstellten Lösung ausliefern. Michael ist einer unserer erfahrensten Produktmanager und Projektleiter und hat sich dazu bereit erklärt, diesen unseren Werkzeugkasten einmal vorzustellen. Damit ihr in der Kürze der Zeit, die wir haben, einen Eindruck bekommt, was man sich darunter vorstellen kann und was man damit machen kann, möchte ich euch eine kurze Anwendung zeigen, die für dieses Demo gebaut wurde, die ungefähr 3 Stunden in der Herstellung gedauert hat und die eine exemplarische Lösung für das klinische Umfeld darstellen soll, nämlich die Erfassung von Vitaldaten zu einem Parameter. Das kann man jetzt abstrahieren, man könnte alles mögliche andere damit machen, aber ich denke, das gibt einen ganz guten Eindruck. Und dann fangen wir damit einfach an. Was man hier sieht auf dem Schirm ist die iMIT Workflow Engine fast nackt, also fast ohne irgendwelchen Inhalt. Und ich habe hier nach einem Patienten gesucht. Ich muss mir einen Patienten raussuchen, um dazu eine Behandlung anzulegen, unter der wir dann die Messungen machen wollen. Habe 2 gefunden und fange mit Frau Martina Mustermann an. Ich möchte aus meinem Bereich Demo, den ich angelegt habe, eine Behandlung anlegen. Und das ist auch schon geschehen. Und jetzt haben wir hier ein Behandlungsformular, auf dem noch nicht viel zu sehen ist. Es soll ja einfach sein, damit man auch gut verstehen kann, wie das Ganze funktioniert. Ich gebe ein Datum ein für den Beginn der Behandlung. Das ging jetzt schnell. Ich habe ein H eingegeben, H für heute. Das ist so einer der Elemente, die iMIT Workflow bietet, einfach eine möglichst gute Unterstützung für die häufig vorkommenden Abläufe im System. So, und jetzt können wir eigentlich schon anfangen, Vitaldaten zu erfassen. Ich speichere vorher mal die Änderungen hier im Formular und wir fangen an mit der ersten Messung. Was jetzt passiert ist, durch den Klick auf diesen Knopf ist ein neuer Workflow gestartet worden. Und zwar ein Workflow vom Typ Vitaldaten. Ich möchte einen Datensatz, also einen Befund vom Typ Vitaldaten anlegen. Und dazu hat sich jetzt hier dieses Formular geöffnet, auf dem ich einige wenige exemplarische Daten eingeben kann. Und das mache ich jetzt mal schnell. Auch hier gebe ich mal wieder das Datum ein, mit H für heute, J für jetzt. Es geht darum, den Blutdruck zu erfassen. Und das machen wir schnell mal. Damit haben wir diesen Datensatz jetzt gespeichert und erfasst. Wenn wir zurückgehen auf die Behandlung, dann sehen wir hier schon ein nettes Feature von iMIT Workflow. Wir haben die Möglichkeit, Abfragen zu erstellen, Datenbankabfragen, Reports. Und diese Reports können wir auch in Formulare einbetten. Und genau das haben wir hier gemacht. Das heißt, wir sehen hier einen Report, der in das Formular der Behandlung eingebettet ist, der uns alle Werte dieser Behandlung, die zu dieser Behandlung gehören, auflistet. Legen wir nochmal einen zweiten Wert an. Hier wieder, ich habe wieder einen neuen Workflow erzeugt, also einen neuen Auftrag, einen neuen Befund angelegt und gebe jetzt hierzu wieder die Daten ein. Machen wir das Ganze nochmal. Und so, die Daten sind gespeichert. Was man jetzt sieht, ist, wir haben hier einen Auftragsbaum und unter diesem Auftragsbaum sind die verschiedenen Elemente, die ich angelegt habe, mit meinen Workflows aufgelistet. Ganz oben sehen wir die Patientin, das ist Frau Martina Mustermann. Und da fällt uns auf, hier drunter haben wir ein Herz und eine Angabe Studie Hypertonie.
Das soll zeigen, wir haben auch die Möglichkeit, bestimmte Personeneigenschaften anzulegen, frei anzulegen, ihnen freie Symbole, freie Bezeichnungen zu geben. Und diese Daten hängen dann an dem Patient oder der Patientin und erscheinen, wenn man das so einstellt, auch direkt hier im Baum, sodass man über bestimmte Eigenschaften des Patienten sofort informiert ist. Unsere Behandlung, die wir angelegt haben, die finden wir hier. Und nachdem ich sie jetzt angeklickt habe, sieht man auch, dass jetzt schon zwei Werte hier vorhanden sind. Unsere Query hat sich also automatisch aktualisiert und die Daten angezeigt. Und im Baum sehen wir eben unter der Behandlung die Vitaldaten mit den einzelnen Datensätzen dazu. Was man sieht, ist, dass das Symbol, was hier uns angezeigt hat, dass der Befund gerade angelegt wurde, jetzt umgeschlagen ist, nachdem ich Daten erfasst habe. Die Daten sind jetzt im Zustand in Bearbeitung, das heißt, wir haben Befundstatus. Und irgendwann wollen wir vielleicht auch sagen, dass wir einen Befund abgeschlossen haben. Das heißt, wir haben ihn geprüft, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn für richtig befunden und vidieren ihn. Und mit der Vidierung wird jetzt der Befund abgeschlossen, gegen Änderungen geschützt. Und außerdem wurden automatisch noch der Zeitstempel und der Name des angemeldeten Benutzers bei der Vidierung gespeichert. Das ist ein Feature, was man bei Befunddaten gerne benutzt. Und was man auch sieht, ist, dass wir hierbei auch den Status des Befundes selber geändert haben auf abgeschlossen. Das sieht man hier an dem grünen Symbol mit dem Häkchen drin. Das war jetzt im Schnelldurchgang eine minimale Beispielanwendung, die, wenn man es ein bisschen abstrahiert, im klinischen Umfeld relativ häufig sieht. Wir haben doch Bereiche, in denen irgendwelche Daten erfasst werden. Das kann eine Raucherstudie sein, das kann eine Ambulanz für Bluthochdruck sein, das kann alles Mögliche sein. Und diese verschiedenen Funktionsbereiche erfassen verschiedene Informationen. Was erfasst wird, kann man maßschneidern, kann man mit einem mit Workflow einstellen, um damit genau die Lösung zu schaffen, die in dem jeweiligen Bereich gebraucht wird. So viel zu dieser minimalen Anwendung. Viel mehr gibt die nicht her. Geht ja aber auch darum, an einem möglichst einfachen Beispiel zu zeigen, wie dieser unser Werkzeugkasten funktioniert und was man damit alles machen kann. Und genau damit geht es jetzt weiter. Für die Entwickler unter euch, diejenigen, die solche Systeme bauen, ist es vielleicht interessant, wie kann ich das Verhalten dieser Anwendung beeinflussen und wie kann ich mir überhaupt vorstellen, wie diese Anwendung erstellt wurde und was dazu erforderlich ist. Und das würde ich jetzt gerne in dem zweiten Teil zeigen und uns anschauen. Dazu wechsle ich die Identität. Das mache ich, indem ich hier eine andere Session öffne, in der ich als Administrator angemeldet bin. Und hier verwende ich jetzt eine der Funktionen, mit der ich als Administrator in den Konfigurations- oder besser gesagt in den Customizing-Bereich komme, also in dem Bereich, wo ich tatsächlich das Verhalten der Anwendung maßschneidern und ändern kann. Bin hier an der Stelle, wo man die Workflow-Vorlagen erstellt und pflegt. Und aus dem Bereich Demo gibt es nur zwei Workflow-Vorlagen. Die eine legt eine neue Behandlung an, die andere legt ein neues Formular für die Vitaldaten an. Das möchte ich im Detail jetzt nicht zeigen. Was ich aber zeigen möchte, ist, wie ein solches Formular aussieht und wie man auch ein solches Formular im Verhalten ändern kann. Als Beispiel würde ich gerne zeigen, wie man das System oder das Formular so ändert, dass es bestimmte Felder automatisch mit bestimmten Werten vorbelegt, sodass man hier vielleicht den Wunsch der Anwender erfüllen kann, dass bestimmte Vorwerte automatisch eingetragen sind. Ich würde dazu das Formular für die Vitaldaten zur Bearbeitung öffnen. Hier sieht man, dass die verschiedenen Elemente, die hinterher in der Darstellung sind, schauen wir uns das nochmal in der Anwendung an, in tabellarischer Form im Editor erstellt werden können und sie können hier auch entsprechend bearbeitet werden. Über CSS-Formatangaben kann man das Layout und das Look and Feel weitgehend beeinflussen.
Und ich suche mir jetzt mal die beiden Felder raus, die ich automatisch befüllen möchte. Das ist hier das Feld für das Datum und das Feld für die Uhrzeit. Zu beiden möchte ich sagen, dass Sie beim Laden des Formulars ein Makro aufrufen wollen. Und damit komme ich zu dem Punkt der Makros. Makros sind kurze Programmabschnitte, PHP im Code, mit der Programmlogik hinterlegt werden kann. In diesem Fall Programmlogik, die ausgeführt wird, wenn dieses Formularfeld geladen wird, wenn man also das Formular öffnet oder neu lädt. Ich trage das entsprechende Makro ein, dasselbe mache ich auch in meinem zweiten Feld für die Uhrzeit. Speichere mein Formular. Jetzt muss ich nur noch in diesem Makro die entsprechende Funktionalität hinterlegen. Dazu öffne ich das Makro. Damit wir nicht zu viel Tipperei sehen, habe ich die entsprechende Funktionalität schon mal vorbereitet. Ich kommentiere die jetzt ein. Speichere das Makro und wenn alles funktioniert hat, dann müsste beim nächsten Anlegen einer Messung sowohl das Datum als auch das Uhrzeitfeld schon vorbelegt sein. Probieren wir es aus. Und hier sind wir. So, einen Punkt haben wir noch nicht gesehen, das ist die sogenannte Office-Integration. Wir haben die Möglichkeit, Daten direkt in Microsoft Word oder Microsoft Excel Dokumente einzufügen. Dazu erstellt man eine Vorlage, die uns sagt, wie sollen die Daten eingefügt werden. Und in der Anwendung selber habe ich dann die Möglichkeit, einfach über einen Schalter das Dokument erzeugen zu lassen und es öffnet sich dann und enthält die Daten, die wir jetzt in unserem Befund haben. Das ist jetzt eine sehr, sehr einfache Lösung, aber ich denke, es gibt eine Idee davon, wie hinterher Befunddokumente tatsächlich aussehen können. In diesem Fall wurde das Dokument nur temporär erzeugt, das heißt, es wurde nicht gespeichert. Das ist eine Einstellungssache, wenn ich die Dokumente, die ich erzeugen will, so einstelle, dass sie gespeichert werden, dann werden sie hier im Baum hinterlegt und können jederzeit wieder geöffnet werden. Das war in aller Kürze ein ganz schneller Durchstieg durch das iMIT Workflow, durch unsere iMIT Workflow Manager Anwendung, die euch eine Vorstellung geben sollte von dem, was die Anwendung kann und wie sie funktioniert. Ich möchte an dieser Stelle das in aller Kürze unterstreichen. In den folgenden Videos blicken wir freilich noch tiefer in die Säulen des Workflows, die da wären. Zum einen der Workflow selbst, in dem die abzubildenden Arbeitsschritte in Vorlagen miteinander verschachtelt werden, die Formulare und deren Gestaltung im tabellarischen Backend, die Makros auf Basis von PHP und deren Integration in die Lösung und nicht zuletzt die Microsoft Office-Integration, die es ermöglicht, gesammelte Daten in zum Beispiel Word-Dokument-Vorlagen auszugeben und sie dann dort noch weiter bearbeiten zu können. Bis zum nächsten Video.